Hallöchen. Heute mal was für den kleinen Geldbeutel. Und zwar eine Actioncam. Die habe ich schon länger im Gebrauch. Deswegen da nicht wundern. Also die Verpackung habe ich jetzt mal aus dem Schrank wieder rausgekramt. Für einen kleinen Geldbeutel bedeutet, ich habe die nochmal gesucht im Internet, habe die, also das Modell nicht mehr gefunden. Allerdings, ja, ich sage jetzt mal Nachfolgemodelle oder vergleichbare Modelle für 40 €. Marke ist, ja, man kann es ja lesen, DB Power. Und ja, dann zeige ich mal. Also die Kamera ist hier nicht mehr drin, da ist glaube ich nur noch Zubehör drin. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was drin ist. Auf jeden Fall, damit ihr mal seht, wie die ankommt, wenn ihr die euch oder wenn ihr euch sowas bestellt. Und 40 € ist im Gegensatz zu, ich habe auch gerade nochmal Mr. Google gefragt, wie teuer so eine GoPro ist. Und da, ich glaube, in so einem komischen Lidl-Shop haben die mit 100 € und ja, ein paar zerquetschte 130, 140 angefangen. Und ist natürlich schon ein Vergleich dann zu 40 €. Ich glaube, der Karton ist leer. Ja, da habe ich nichts drin. Auf jeden Fall, die kommt super verpackt an. Also, das war auch damals eine positive Überraschung. Da habe ich mich auch wie gefreut. Ja, das ganze Zubehör ist auch reichhaltig. Ob die war, glaube ich, nicht mit dabei. Oder doch Adapter? Ich weiß, da weiß ich es gerade nicht. Also das ist schon etwas länger her. Das Befestigungsmaterial, Kabelbinder, die waren definitiv mit dabei. Dann von ja, 3M kann man ja auch erkennen, die Klebeetiketten. Und wozu das Seil gut sein soll, das wusste ich damals nicht. Also brauchte ich auch nicht. Das ist. Ach da, das sind so Ersatzteile. Okay, Bedienungsanleitung. Da kann ich mal kurz gucken, ob die. Da weiß ich nicht mehr, ob die in Deutsch ist oder nicht. Also das Ding an sich erklärt sich eigentlich von selbst. Das ist Französisch. Bedienungshinweise, also auch in Deutsch. Ja, erklärt. Auf jeden Fall Bedienungsanleitung in Deutsch. Wie viel Funktion hat das Modell? Macht euch da einfach mal genau schlau, wenn ihr euch, also wenn ihr daran Interesse habt, was ihr halt genau braucht oder was ihr haben möchtet, weil für 40 € das ganze Paket hier zu bekommen, das fand ich schon echt super. Also wie ihr seht, am Befestigungsmaterial, also das war alles dabei. Es gibt auch noch en masse, was man sich so dazu bestellen kann für kleines Geld. Ist auch, glaube ich, relativ, was heißt relativ, ist glaube ich auch kompatibel mit dem Zeug von der GoPro selbst, sag ich jetzt mal. Ich weiß es nicht genau, aber ein Kumpel von mir hat die GoPro und das kommt dem alles schon sehr nahe und ich glaube, ich habe den auch mal mit den Halterungen teilweise ausgeholfen. So, ja, keine Ahnung wozu, also passt auf. Das ist das Befestigungsmaterial. Firma DB Power. Dann ist das noch, also, beziehungsweise Kamera selbst. Vertue ich mich jedes Mal. Und auch das wasserdichte Gehäuse. Es ist wirklich wasserdicht, weil ich hatte mal bei einer Wanderung, bei Natur das Problem. Mir ist die abgeschmiert und wirklich in den Bach eingeknallt. Dann stand ich da erstmal doof rum und habe rumgeflucht. Bin natürlich dann auch erstmal hinterher gesprungen und alles Mögliche. Ja, weil 40 € ist ja nicht die Menge Geld. Allerdings, wenn kaputt ist, ist es kaputt. Auf jeden Fall, sie funktionierte noch. Und das war dann halt der unfreiwillige Test, ob es halt wasserdicht ist oder nicht. So, auf jeden Fall sieht er ja. Und das, ja, ist alles eine super Verarbeitung. Also ich habe echt nichts zu bemängeln. Und für 40 €, ich hatte keine Lust damals, also für 200 € mir eine Actioncam zu kaufen. Und dass sie dann vielleicht irgendwo im Gelände kaputt geht oder sonstiges, sondern da wollte ich dann irgendwas mir zulegen, wo man sich zwar ärgert, allerdings wo man da nicht monatelang sich richtig ärgert. Die Actioncam an sich, seht ihr ja selbst. Ich habe mir die in Weiß gegönnt, fand ich ganz ja, ansprechend. Gab es auch, glaube ich, in Grau oder sowas. Also mehrere Farben verfügbar. Hier die Anschlüsse USB und was ist das andere? Ich weiß es nicht. Mini-USB. Und da kommt halt die Speicherkarte dann rein. Einmal draufdrücken.
und dann habt ihr sie in der Hand. Nachteil an der Kamera, das Mikrofon soll das, glaube ich, sein. Ja, so kann man es besser erkennen. Das heißt, Sie können kein externes Mikrofon anschließen an der Kamera. Da müsste man quasi noch in der Schnittstelle dann anlöten. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich das machen soll, weil für die Außenaufnahmen habe ich noch kein vernünftiges Mikrofon. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwo was Günstiges herbekomme, weil ich habe schon mal halt dort auch Mr. Google halt befragt. Allerdings waren die Preise für ein Funkmikrofon doch schon relativ sehr, sehr hoch, also was ich nicht ausgeben wollte. Allerdings, vielleicht hast du ja eine Adresse, wo es sowas gibt. Oder es gibt vielleicht auch schon mittlerweile ein Mikrofon, was da irgendwie über Mini-USB geht, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Lass mich allerdings gerne eines Besseren belehren. Also falls du da irgendwo eine Adresse haben solltest, schreib mir das mal in die Kommentare, fände ich super. Würde ich mich echt freuen. Was mich auch an der Kamera ein bisschen ist, der einzige Mangel. Ich habe ja, Wurstfinger, normale, ich weiß es nicht, auf jeden Fall etwas dickere Finger. Man muss hier, um an das Batteriefach zu kommen, den Hebel oder dieses Plättchen halt nach dem Fingernagel nach rechts verschieben. Und dann ist halt immer so das Blöde, dass der Deckel nicht immer so. Oder man macht den Trick. So, das ist der Akku dann halt. Schwupp. Auch klein und kompakt halt. So schaut es halt aus. Kann man den ja Kontakt, das ist jetzt egal. Ich habe zwei Akkus. Ja, reicht eigentlich, beziehungsweise wenn man längere Touren macht, dann sollte man sich noch Akkus nachbestellen. Und hier, was ich gerade gesagt hatte, also hier ist ersatzteilmäßig nochmal der Akkudeckel drin. Und nochmal eine Verschlusskappe für das wasserdichte Gehäuse. Andersrum. Fertig. So, mal gucken. Habe ich die geladen? Habe ich die nicht geladen? Habe ich geladen. Ja. Zur Bildqualität kann ich nur sagen, ist für meine Verhältnisse völlig ausreichend. Ich habe auch die Videos mit der Batterie im Muiden und na, hier den Klettersteig in Boppard. Die habe ich damit gefilmt. Könnt ihr ja auch mal reingucken, dann habt ihr einen genauen Einblick, was die Kamera genau hat. Die hat so einen, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich bin der Meinung, die hätte so einen leichten Knick in der Optik, als ob das als ob die Linse so gewölbt wäre. Guckt euch das einfach mal an, seid ein bisschen kritisch, ganz gerne, beziehungsweise von euch selbst aus, weil ihr, das sind ja dann in der Zukunft eure Aufnahmen, die ihr macht, ob euch die Aufnahmequalität halt so reicht. Ja, dann kann man hier auch noch die ganzen Einstellungen halt. Ja, jetzt im Fotomodus nochmal draufklicken, Videomodus. Jetzt haben wir halt hier die Einstellung, dann hier die Bedienelemente an der Seite. Dann kann man sich hier halt durchklicken. Audio, okay, was gibt es da? Aus ein, okay. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man hier zurückgeht. Na, egal, und machen eine Datumsanzeige, Aufnahmemodus, Einzeltimer 2 Sekunden. Also man kann halt sehr viel einstellen. Was mir auch mal beziehungsweise fälschlicherweise passiert ist, wenn man Videos aufnimmt. Kann man das so besser erkennen? Weiß nicht, auf jeden Fall Videos aufnimmt. Man kann auch Intervalle aufnehmen. Sprich, die Kamera nimmt 3 Minuten auf, macht eine Pause und nimmt dann wieder 3 Minuten auf. Also dann hat man mehrere Videodateien. Ob das jetzt mehr an Akku zieht, weiß ich nicht. Das war. Na, ich weiß jetzt nicht, ob ja, bevor ich was Falsches sage, sage ich es halt nicht. Auf jeden Fall die Intervalle. Man hat halt mehrere Videodateien oder man kann halt ein komplettes Video drehen. Auf jeden Fall, ich werde mir sicherheitshalber für längere Touren, also ganz, ganz lange Touren, 2, 3 irgendwas Tage, nochmal Akkus nachbestellen. Die sind auch nicht teuer. Könnt ihr auch nochmal gucken, suchen. Was ich noch zeigen wollte. Das Mikrofon, was ich gerade gezeigt hatte, das ist eigentlich so, wenn es ruhig ist, völlig ausreichend. Dann nur mal anmerken, wenn das dann halt in dem wasserdichten Gehäuse drin sitzt. Also bedienen kann man auch noch ganz normal. Rauf, runter, alles klar. Okay.
So, also wie ihr seht, bedienen kann man in dem Gehäuse halt auch. Nur dann logischerweise gar kein Ton. Also da ist dann das Mikrofon natürlich komplett abgedeckt und da kommt dann null Ton halt auch. Okay, was will man auch unter Wasser mit Ton? Aber nur das nochmal als Info, falls ihr das auch mal mitnehmen solltet, beziehungsweise um durch den Regen zu laufen, damit die Kamera dann halt geschützt ist. Also da kommt dann gar kein Ton oder ihr müsst euch mal gucken. Der Saki, Kai Sackmann, als Suchwort, der hatte, glaube ich, auch irgendwie wasserdichte Mikrofone. Guckt da einfach mal auf, ob da bei YouTube die ganzen Videos euch zusagen. Und dann könnt ihr da einfach mal euch halt auch schlau machen. So, was ich auch noch machen wollte oder zeigen wollte, waren noch nicht alle Halterungen. Dann gibt es natürlich die Halterung noch. Die ist dazu da, um die Kamera einzuklicken. Und dann kann man das halt irgendwie vorne an den Rucksack dran klemmen. Das habe ich manchmal an Touren. Dann kann man halt besser filmen oder sonst irgendwo an der Kleidung halt dran klemmen. Also da die Befestigungsmöglichkeiten sind schon super. Und was man dann natürlich auch noch machen kann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so groß. Ja, das ist der Helm, den ich auf den Touren immer mit habe, falls ich einen Helm brauche. Der Adapter war auch mit dabei, die Helmhalterung war auch mit dabei, dann der Klett halt mit dabei. Da kann man jetzt, ja doch, kann man das erkennen? Ich hoffe. Ja, haben wir halt so einfach festgemacht und das Ding ist, also da bewegt sich gar nichts. So, dann kann man einfach draufgeschraubt. Und dann, ja, reicht jetzt für unsere Zwecke, jetzt nehme ich gerade auf. Und dann, wenn man die richtig ausgerichtet hat, halt mit dem Neigungswinkel, dann ist das schon eigentlich perfekt für die Touren. Ja, also wie gesagt, das nur mal so ein kleines Video für ja auch kleines Geld. 40 € ist sie angeschlagen im Internet. Firma DB Power. Schaut einfach mal rein. Also für meine Zwecke ist die völlig ausreichend. Und ich habe es bisher echt in keinster Weise bereut, dass ich mir das Ding gekauft habe. Ja, dann war es das eigentlich auch mal wieder an dieser Stelle. Wenn du möchtest, guck dir die anderen Videos halt einfach an. Wenn du auch möchtest, lass ein Abo da. Dann bist du über die anderen Dinge informiert, wenn ich was Neues hochladen sollte. Du musst natürlich dann auch die Glocke da anklicken, die dann wohl erscheint, weil ich glaube, wenn man das nicht macht, dann wird man nicht sofort benachrichtigt, wenn neue Videos hochgeladen sind. Ja, wenn du magst, mit dem Daumen hoch, runter, das ist natürlich dir überlassen. Wenn du Daumen runter machen möchtest, dann an der Stelle, dann schreib mir auch in die Kommentare, warum und weshalb, dann so ein bisschen Feedback wäre dann auch nett von deiner Seite aus. Ja, ansonsten, wir haben Ostern, super Wetter, wünsche ich euch noch frohe Feiertage und bis demnächst. Ciao. So, dann doch noch kurz ein kleiner Nachtrag und zwar, ich habe mal überlegt, das wäre vielleicht auch für euch interessant. Und zwar mit dem Menü habe ich mich gerade doch nochmal durchgeklickt. Und zwar Auflösung Full HD 1920 1080. Also ganz mal durchklicken halt. Dann oben bestätigen, kommt man raus. Dann zyklisch mal rücken. Weiß ich, HDR, Movement Detection, Datums- und Aufnahmemodus, Auflösung. Auch noch. Dann weiter fortsetzen. Ich glaube, fortsetzen, das war das, was ich gerade erwähnt hatte mit diesem, so kann man es besser sehen, mit diesem 3-Minuten-Video. Bin ich mir gerade nicht ganz genau sicher. Auf jeden Fall, ich lasse es lieber mal ausgestellt. Qualität, also man kann hier halt vieles einstellen und das habe ich mir gedacht, wäre vielleicht auch für euch oder für dich auch nochmal interessant halt zu wissen. ISO kann man auch einstellen. Über eine Gesichtserkennung. Also das Ding hat schon viele Einstellmöglichkeiten. Das war echt auch eine tolle Sache. Auf jeden Fall da nochmal die Info hier an dich, euch.
Schärfe, so, was man halt alles einstellen kann. Ah, und da sind wir wieder am Anfang. So, das war's jetzt aber dann halt auch wirklich. Bis demnächst. Tschüss.